Meine sehr geehrten Damen und Herren, leider ist es mir heute nicht möglich, persönlich bei euch dabei zu sein. Ich freue mich aber wirklich sehr, auf diesem Weg einige Worte an euch richten zu dürfen. Der Klimawandel ist die größte globale Herausforderung unserer Zeit. Egal ob das Unwetter sind, die sich häufen, extreme Sommer und Winter nehmen zu und vor allem auch beim Schädlingsbefall, wie beispielsweise durch den Borkenkäfer, wird eine immer größere Herausforderung sichtbar. Mit unserer gemeinsamen Klima- und Energiestrategie, der Mission 2030 der Bundesregierung, wollen wir dieser Entwicklung klar entgegenwirken. Dabei ist uns vor allem dieser Umbau des Energiesystems und der Ausbau von erneuerbaren Energien besonders wichtig. Bis zum Jahr 2030 wollen wir 100% unseres Stromverbrauchs aus Erneuerbaren produzieren. Ein wesentlicher Bestandteil davon wird natürlich auch die Biomasse sein. Die Kraftwerke erzeugen Ökostrom und oft Wärme und versorgen uns auch dann mit Energie, wenn beispielsweise Wind und Sonne nicht liefern können. Sie sind daher vor allem auch für die Versorgungssicherheit ein ganz entscheidender Faktor und stärken natürlich auch unsere Unabhängigkeit von Stromimporten. Vor kurzem haben wir mit eurer Unterstützung das Biomasse-Grundsatzgesetz beschlossen. Wir haben nach dem Veto der SPÖ speziell im Bundesrat eine rasche Lösung schaffen wollen, die vor allem den betroffenen Anlagen hilft und dafür sorgt, dass so gut als möglich unsere Ökostromanlagen nicht vom Netz gehen müssen. Ein weiterer wesentlicher Teil unserer Mission 2030 ist die Erarbeitung einer Bioökonomiestrategie. Wir wollen eine erdölfreie Gesellschaft und möglichst große Teile unserer Wirtschaftskreisläufe mit nachwachsenden Rohstoffen am Laufenden halten. Auf Basis unserer Bioökonomiestrategie erstellen wir bis Herbst 2019 einen gemeinsamen Aktionsplan zur Umsetzung. Und wir wollen dadurch auch unsere Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen reduzieren und die wirtschaftliche Entwicklung und vor allem auch die Innovation Österreichs fördern. Ja, nicht zuletzt ist das natürlich ein wichtiger Schritt, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Es steckt also enorm großes Potenzial in der Bioökonomie sowie für die Wirtschaft als auch für die gesamte Bevölkerung. Ich darf euch weiterhin eine spannende Veranstaltung wünschen. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Alles Gute. Sicher.